Hallo ihr Lieben, wir machen heute einen kleinen Ausflug in die Philosophie, zurück zu meinen Wurzeln sozusagen, bevor ich mich der Psychologie zugewandt habe. Und die alten Griechen, die waren schon ganz schön clever. Zum Beispiel Sokrates, der hat ja viele weise Dinge gesagt, zumindest wird ihm das nachgesagt, denn es ist ja kein einziges schriftliches Dokument von ihm erhalten, sondern seine Schüler haben all die Dinge aufgeschrieben, die er angeblich gesagt hat. Und da findet sich zum Beispiel ein wunderschönes Zitat, nämlich: Was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nichts nützen, der du dich selbst mit herumschleppst? Oder etwas moderner und freier interpretiert: Wo du auch hingehst, bedenke, dass du dich überall hin selbst mitnimmst. Und ich mag diesen Satz sehr gerne, denn er ermahnt mich, zwei Dinge immer zu bedenken. Das erste ist, dass ich meinen Problemen und Herausforderungen nicht mal ebenso entkommen kann, indem ich sie fliehe, denn sie sind ja ein Teil von mir. Und das bedeutet wiederum, und hier kommt der gute Seneca ins Spiel, die Veränderung geschieht nicht im Begehren danach, sondern in ihrem Ursprung. Und wenn wir das Ganze mal moderner ausdrücken, dann würde man sagen, der Gedanke an Diät, der macht dich nicht schlank, sondern das Tun. Und praktische Bedeutung bekommen diese Sätze zum Beispiel auch bei Männern und Frauen, die zum Beispiel immer wieder auf denselben Typ Beziehungspartner reinfallen, mit dem sie nach kurzer Zeit unglücklich werden. Oder Menschen, die in jedem Job auf rätselhafte Weise immer wieder in sehr ähnliche Schwierigkeiten geraten und immer wieder nur von Menschen umgeben sind, die ihnen angeblich nicht wohlgesinnt sind oder die neidisch sind oder was weiß ich. Und dann fragt man sich als Außenstehender ja schon mal öfters sowas wie: Kann das eigentlich wirklich sein, dass immer die anderen, die Umstände und die Welt Schuld an all diesen Miseren hat oder sind? Ja. Und andersrum gilt das natürlich auch. Es gibt ja so Gustav Ganz Menschen, ne? So Menschen, die immer aus allem, was ihnen widerfährt, irgendwie was Gutes machen. Und von außen denkt man dann so, wie kann das sein? Wieso hat der so ein Glück? Nur vielleicht ist es eben gar kein Glück, sondern es liegt an der Person. Was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nichts nützen, der du dich selbst mit herumschleppst? Finde ich super. Und dieser Satz, der lehrt mich auf den zweiten Blick auch noch was anderes, nämlich, dass ich gut daran tue, mit mir selbst auszukommen. Denn ich kann mich schließlich nicht von mir selber trennen. Und mit wem kommt man am besten aus? Mit jemandem, den man mag. Und meine erste Pflicht, die daraus resultiert, ist es deshalb für mich, mich selbst zu mögen. Denn die Selbstliebe, die brauche ich als Grundvoraussetzung für meine psychische Gesundheit. Und sie ist auch Voraussetzung für eine gesunde Fremdliebe. Also ich meine, ich kann einen anderen Menschen nicht ehrlich oder wahrlich lieben, wenn ich mich selbst nicht für liebenswert halte. Denn dann liebe ich den anderen ja aus einem Mangel heraus. Und das wisst ihr auch, Mangel führt zu Abhängigkeiten, zu Eifersucht, zu Misstrauen und vielen anderen schädlichen Emotionen. So, und wenn ich das weiterdenke, dann muss ich mich fragen, was muss ich eigentlich tun, um mich selbst zu mögen? Und das ist die Antwort für mich: Ich muss natürlich meinen eigenen moralischen und ethischen Normen und Ansprüchen entsprechen. Und da wird es dann halt manchmal auch schwierig mit dem Selbstanspruch. Ja, es gibt eine Geschichte über Sokrates, oder beziehungsweise es gibt eine Geschichte, die wird Sokrates sehr gerne zugeschrieben. Das ist die Geschichte über die drei Siebe. Sie ist sehr wahrscheinlich nicht von Sokrates, aber sie atmet so seinen Geist, kann man sagen. Und in dieser Geschichte ist das so, dass ein Bekannter zu Sokrates kommt und sagt: Oh, Sokrates, ich muss dir was erzählen. Ich muss dir was über einen deiner Schüler erzählen. So, und Sokrates unterbricht den anderen und sagt:
hast du das, was du mir erzählen willst, bereits durch die drei Siebe gesiebt. Der andere so, hä? Was für Siebe? Ne? Und Sokrates sagt, okay, fangen wir mal an. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen willst, so rum, dass das der Wahrheit entspricht? So, und der andere sagt dann, naja, also es ist mir erzählt worden. So. Und folglich kontert Sokrates natürlich direkt und sagt, dann weißt du es also nicht genau, ob es wahr ist. Es ist erstmal nur Hörensagen. Und der Bekannte sagt, oha, okay. Jetzt nehmen wir das zweite Sieb. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst über meinen Schüler und von dem du nicht weißt, ob es wahr ist, ist das etwas Gutes? Und der Bekannte, schon so leicht angepisst vielleicht, erwidert dann, nein, es ist nichts Gutes. So. Und dann sagt Sokrates, okay, jetzt nehmen wir noch das letzte Sieb. Und das ist das Sieb der Notwendigkeit. Und dann fragt er den Bekannten, ist es notwendig für mich, dass du mir diese Geschichte über meinen Schüler erzählst? Ich vermute mal, dass der Bekannte an dieser Stelle wahrscheinlich schon so ein bisschen angepisst ist oder gar keine Lust mehr auf das Gespräch mit Sokrates hat, aber er kommt jetzt aus der Nummer nicht raus und er muss auch hier wieder verneinen und sagt, nee, ja, notwendig sei es jetzt noch nicht gerade. Und an der Stelle lächelt Sokrates dann so ganz fein und sagt, wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, vielleicht nicht wahr ist und sie auf keinen Fall gut ist und sie auch für mich nicht notwendig ist, warum willst du sie mir dann erzählen? So, es gibt andere Varianten dieser Geschichte, da sagt Sokrates am Ende, dann belaste mich nicht damit und erzähl sie mir nicht. Nur mir persönlich, mir gefällt diese Frage am Ende besser, denn sie fordert mich auf, meine Motive zu prüfen, wenn ich Schlechtes über andere Menschen verbreite oder modern, wenn ich läster. Dann muss ich mich fragen, warum mache ich das? Was sagt es über mich aus? Was habe ich davon? Und ich handle so inzwischen auch in Bezug auf Menschen, die mir begegnen. Also wenn ich Menschen treffe, die öfters mal gerne lästern oder schlecht über andere Menschen sprechen, dann frage ich mich das auch über sie. Was sagt es über sie aus? Was haben sie davon? Warum erzählen sie es mir? Und das sind so kleine Ankerpunkte, wo die klassische Philosophie sehr viel mit der modernen Psychologie zu tun hat, mit dem Alltag, in dem wir uns bewegen und wie wir mit uns selbst und mit Menschen umgehen. Ja, darauf hatte ich irgendwie heute Lust. Soweit also mein kleiner Ausflug in die Philosophie. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Kommentare, reichlich gerne. Ich freue mich über ein Like, ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich wie immer über den Austausch mit euch. Und für heute wünsche ich euch natürlich wie immer noch einen schönen Sonntag. Oh, ich habe was vergessen. Ich kriege inzwischen öfters Fragen gestellt, also zu tausend Dingen, zu mir, zu was auch immer. Und die kriege ich unter den Kommentaren, ich kriege die ganz viel als private Nachrichten, ich kriege sie über Facebook geschickt, über Instagram, über Mail, was weiß ich. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob es dann mal eine Idee wäre, so ein Q&A-Video zu machen. Ich weiß aber nicht, ob das trägt. Vielleicht sind die Fragen gar nicht so wichtig oder vielleicht ist es auch gar nicht so interessant. Das heißt, wenn ihr mögt, schreibt mir das doch bitte auch in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt und wenn ja, welche konkreten Fragen ihr habt. Und jetzt mal unabhängig von, dass ihr mir so einen Text schreibt und eine riesen Ferndiagnose haben wollt, was eh, wie ihr wisst, schwierig bis unmöglich ist. Aber vielleicht gibt es ja Interesse dran. Wenn ja, schreibt es unten rein, dann setze ich das auf die Liste und jetzt bin ich wirklich fertig. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.